Wir sind am Stand von Hausmann Immobilien. Bei mir ist der Chef persönlich. Herr Hausmann, Sie leiten dieses traditionsreiche Unternehmen. Mittlerweile gibt es das schon seit 60 Jahren. Wofür steht Hausmann Immobilien? Hausmann steht dafür da, dass wir Immobiliendienstleistungen anbieten. Und das unter dem Motto, was wir uns selbst gegeben haben, von Menschen für Menschen. Und Sie legen dabei ja auch einen besonderen Schwerpunkt auf die ältere Zielgruppe. Das heißt, Sie bieten eine Sprechstunde auch an. Welche Leute kommen dorthin? Also das sind zwei Dinge. Das eine ist, wir legen sehr viel Wert, Informationen weiterzugeben. Wir denken, Informationen gehören an den Verbraucher. Und das ist für uns sehr wichtig, dass wir verschiedene Veranstaltungen machen, wo wir einfach Informationen den Leuten anbieten. Die Zielgruppe, die Sie ansprechen, 65 plus sagen wir, in Wirklichkeit ist 75 plus, das ist eine Spezialität. Wir sagen, irgendwann hat ein Immobilieneigentümer das Problem, was mache ich mit meiner Immobilie? Und da wollen wir ihm verschiedene Lösungsmöglichkeiten, Lösungswege aufzeichnen. Was sind das für Veranstaltungen, die Sie anbieten? Es gibt zwei. Einmal die Sprechstunde und einmal den Talk. Wodurch zeichnen die sich aus? Die Immobiliensprechstunde ist regelmäßig, wo jeder, der eine Frage zu Immobilien hat, kommen kann. Er muss sich anmelden. Er braucht in keinem Verein zu sein. Er braucht keine Organisation anzugehören. Er kommt mit seiner Frage und ein Rechtsanwalt und Notar und meine Person oder eine unserer Töchter steht dann für deren Fragen zur Verfügung. Das ist immer am letzten Dienstag im Monat und ist einfach für die breite Masse gedacht, ohne dass man gleich irgendwo das Gefühl haben muss, ich muss in eine Anwaltskanzlei gehen. Und der Talk, was unterscheidet den von der Sprechstunde? Der Talk ist gemütlich. Da gibt es nämlich Kaffee und Kuchen. Und zwar selbstgemachten Kuchen nach altdeutschen Rezepten. Wir sitzen zusammen. Es wird ein Thema vorgegeben, wie zum Beispiel Verkaufen oder Vererben oder Verschenken. Dann werden Kurzreferate gehalten. Und dann haben die anwesenden Eigentümer die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das spricht sehr für Ihr familienbasiertes, traditionsreiches Unternehmen. Danke für das Gespräch. Danke.